Von der Sparkasse Ravensburg ist jetzt Norbert Martin hier zu mir ins Studio gekommen. Er ist dort Vorstandsmitglied. Herr Martin, hier auf dem Sparkassentag wird ja viel über den Dialog mit den Bürgern gesprochen. Ja. Aber die Sparkasse hat ja schon länger den Dialog auch mit ihren Mitarbeitern angestoßen über einen Online-Mitarbeiterdialog. Und Sie haben mir gerade eben verraten, dass auch Ihre Mitarbeiter sich daran beteiligt haben. Wie sind denn so Ihre Erfahrungen mit dieser Form? Ja, durchweg positiv. Wir haben die Möglichkeit dieses Mitarbeiterdialogs auf unser Mitarbeiterportal eingestellt. Das ist, wenn Sie so wollen, die Intranet-Seite der Sparkasse, nur zugänglich für Mitarbeiter. Und da haben wir das Angebot zugänglich gemacht. Und etwa ein Viertel unserer Mitarbeiter ist innerhalb von 3 Wochen auch auf dieses Portal gegangen. Wie viele wiederum dann sich registriert haben für das Portal, wissen wir nicht. Das ist dann anonym. Aber das zeigt schon, dass das Interesse sehr groß ist und die Rückmeldungen der Mitarbeiter durchweg positiv sind. Was erzählen denn so die Mitarbeiter darüber? Die Mitarbeiter beteiligen sich ganz intensiv an Identitätsfragen der Sparkasse. Was sind unsere Alleinstellungsmerkmale? Sind es wirklich? Sind wir Qualitätsanbieter? Das sind die Themen, die sie beschäftigen. Aber auch, was erfahren sie denn von unseren Kunden? Was beschwert auch unsere Mitarbeiter? Nämlich vor allem das Thema, ist mein Geld noch sicher? Was ja fast täglich gestellt wird als Frage von unseren Kunden. Das sind die Themen, die die Mitarbeiter intensiv beschäftigen. Sind denn diese Identitätsfragen, wird das denn dann zum Beispiel auch außerhalb dieses Forums dann mal so beim Mittagessen oder in der Pause mal auch diskutiert, angestoßen durch diesen Online-Dialog? Das wird regelmäßig thematisiert und mein Eindruck ist auch, dass durch diesen Online-Dialog das intensiver geworden ist noch. Das Reflektieren, was sind denn wirklich unsere Stärken, aber auch Schwächen durchaus, wo müssen wir vielleicht noch besser werden? Sind wir beispielsweise als Sparkassengruppe internetfähig? Sind wir ausreichend präpariert für dieses Thema? Das sind dann intensive Diskussionen, die dadurch angestoßen wurden, im positiven Sinn. Lassen Sie uns noch über ein anderes Thema sprechen. Das zweite Thema, warum Sie heute zu mir gekommen sind, ist das Thema Alternativen zum Kredit. Immer mehr Unternehmen suchen ja nach anderen Finanzierungsformen. Welche Formen können Sie denn anbieten oder mit welchen Formen haben Sie denn bereits Erfahrungen gesammelt? Also zunächst mal können wir als Sparkassenfinanzgruppe alles anbieten. Es gibt nichts, was es nicht gibt in unserer Sparkassenfinanzgruppe. Vom klassischen Kredit, vom Sparkassenkredit bis hin zum Börsengang, IPO, bieten wir alles. Wenn nicht direkt im Hause, dann über Verbundpartner können wir alles abdecken. Nun muss man allerdings sagen, dass 95% unserer Kunden für diese Hightech-Dinge wie Börsengang, Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen und so weiter gar nicht in Frage kommen, allein aufgrund der Betriebsgröße. Unsere Kunden sind im Mittelstand zu Hause und nur bestimmte Produkte kommen in der täglichen Praxis vor. Diese Dinge wie Unternehmensanleihen sind dann eher eine Seltenheit, die vielleicht für 3-5% unserer Kunden in Frage kommen. Glauben Sie denn, dass so alternative Finanzierungsformen wie zum Beispiel Private Equity tatsächlich auch ein Massenprodukt dann werden können, also eine wirkliche Alternative zum Kredit? Glaube ich nicht. Wir haben ein Produkt versucht, ein Stück weit zum Massenprodukt zu machen, nämlich die Beteiligung. Wir bieten unseren Kunden nicht nur Fremdkapital, wir bieten auch Eigenkapital, echtes Eigenkapital. Da zeigt sich aber, dass das eben kein Massenprodukt ist. Viele Unternehmer möchten gar nicht, dass ein Dritter in ihr Eigenkapital hineinrückt, ins Unternehmen, sodass das eigentlich immer nur ein Thema sein kann, das flankieren kann, aber es wird nie ein Massenprodukt werden. Zum Thema Mitarbeiterdialog und alternative Finanzierungsformen war das Norbert Martin von der Sparkasse Ravensburg. Ganz vielen Dank. Sehr gerne, vielen Dank.